Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen hier wieder zurück bei Assassin's Creed Unity. Und jetzt möchte ich mich ganz gerne zum Notre Dame begeben. Da haben wir ja eine Mission und ja, ich denke mal, die wird sehr schön werden. Ich ramme hier die ganzen Leute, ich bin unfreundlich, ne? Seht ihr das, wie unfreundlich ich bin, dass ich hier die ganzen Leutchen ramme? Ich kenne da keine Gnade, ich ramm die einfach. Wo ist denn hier... Kann man hier nicht mal synchronisieren? Ach, drück für... Dafür rennen wir jetzt in eine falsche Richtung, glaube ich, oder? Wo ist denn jetzt mein Notre Dame? Wo ist mein Notre Dame? Ich sehe das gerade nicht. Wow, die Karte ist doch größer, als ich dachte, ne? Nur mal so, finde ich. Muss ich jetzt da hin? Boah, nee, wehe, ich muss jetzt da hin. Das wäre scheiße. Ich weiß ja echt nicht, wie weit es jetzt bis zum Notre Dame ist. Aber ich denke mal, es ist eigentlich nicht so weit. Müsste sein. Genau, ihr müsst euch mal beruhigen. Guck mal, da ist doch schon der Notre Dame. Oder? Nee. Doch, das müsste der sein. Weil hier ist die Seine und gegenüber von der Seine müsste der Notre Dame sein. Wenn es richtig ist. Wenn. Ich garantiere euch nichts, nur mal so. City. Ah, wir sind im Bezirk City. Und guck mal, die Damen alle fleißig in grün. Mann, das ruckelt so ab und zu. Ich finde das ein bisschen doof. Aber man kann ja leider nichts machen. Wo sind denn hier mal Wachen? Da, guck mal. Ich würde mal gern Amok laufen. Nee. Ich will mir jetzt nicht mal einen Ruf hier kaputt machen. Oder ich weiß nicht, wie das funktioniert. Guck mal. Da ist es ja gar nicht so weit. Ja, nur noch 50 Meter knapp. Was das denn hier? Was das denn? Untersucht mich nicht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe kein Verbrechen begangen oder so. Ich doch nicht. Müssen wir jetzt da hoch? Alarmglocken. Okay. Ach, wisst ihr was? Guck mal. Da ist doch auch so ein... Hier ist Notre Dame. Ich gehe jetzt einfach mal den Notre Dame. Gehe ich jetzt mal hoch. Ne, rein möchte ich noch nicht. Aber ich möchte... Ich möchte ganz gerne da hoch. Guck mal hier. Hat man doch immer gute Möglichkeiten, sich festzuhalten. Ne. Hat man nicht. Hat man doch nicht. Schade. Kann man denn jetzt hier hoch? Ich möchte jetzt hier hoch. Und wie? Beziehungsweise wo? Wo kann er sich gut festhalten? Warum? Was ist denn hier los? So viele Leutchen hier. Was hat der denn da? Ich bin echt böse, ne? Ich nehme denen alle ihren Spaß und mache den ganzen Feuer. Nehme ich den aus der Hand. Guck mal. Ach, das ist eine Alarmglocke. Die sabotiere ich jetzt mal. Oh. Habe ich ein Verbrechen begangen? Scheiße. Tut mir leid, tut mir echt leid. Ich wusste das nicht. Ich wusste das echt nicht. Scheiße. Wer, ich sterb jetzt, dann habe ich keinen Bock mehr. Hallo, was ist das denn hier? Ein Sniper oder was? Die Kämpfe sind ein bisschen schwieriger geworden. Hallo? Du auch. Dich muss ich mal verkloppen. Boah, tut mir leid, aber... Ihr habt mich provoziert. Tut mir echt leid. Kann ich dich befummeln? Ja, können wir natürlich. Tabak? Ich möchte keinen Tabak. Warum sollte ich Tabak? Ich brauche keinen. Kann ich da hoch? Ich möchte jetzt irgendwie hier hoch. Eigentlich. Eigentlich möchte ich jetzt hier hoch. Aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht, ne? Aber hier scheint es doch ein bisschen zu gehen, ne? Ja, wenn man sich an den Monumenten hier festhält, geht's doch, ne? Aber da runterspringen sollte man, glaube ich, nicht, wenn man da oben ist. Ja, aber ich möchte ganz gerne diesen Aussichtspunkt hier aktivieren. Und das geht, denke ich mal, nur hier, weil das hier die Kirche ist. Ist zwar eine etwas große Kirche, eher eine Kathedrale, aber ich denke mal, das reicht. So. Komme ich denn jetzt da den restlichen Weg hoch? Möchte da hoch. Ach, hier. Also, es ist gar nicht mal so einfach, jetzt überall hochzukommen.
In Mordors Schatten war das einfacher, da geht man einfach irgendwo hin und kann hoch. Und ja, hier muss man extra noch achten, kann man sich da überhaupt festhalten? Gibt es da diese Möglichkeit? Gibt es die nicht? Das ist eine Arschkarte. So, wir gucken mal. Was ist denn hier? Oh. Also wir sind jetzt schon sehr weit oben. Naja, sehr weit ist ein bisschen übertrieben. Aber zumindest so weit, dass wir schon, ja, nicht mehr runterspringen können. Wo ist denn der? Da ist der Aussichtspunkt-Dingens, ne? Dann muss ich doch hier. Geht nicht. Kannst du nicht. Scheiße. Oh, oh. Nee. Oder kann man hier... Das ist ja der Glöckler... Der Glöckner von Notre Dame. Gibt's denn hier irgendwo? Ist ja interessant. Ist echt interessant. Hier können wir nicht... Hier können wir nicht, ne? Willst du denn da hochkommen? Das geht doch nicht. Oder wie soll das jetzt gehen? Vielleicht müssen wir ja doch erstmal da runter. Und... Vielleicht hier... Da irgendwie... Guck mal, da kann man doch rein. Oder? Nö, kann man nicht. Schade. Aber wie wollen wir jetzt hier hoch? Toll, jetzt komme ich da nicht mehr hoch, ne? Das ist scheiße. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt... Guck mal, da ist eine offene Tür. Kann ich da jetzt mich zwischenzwängen? Guck mal. Uiuiuiui, jetzt können wir hier rein. Och, toll. Toll. Ich dachte jetzt, ich habe hier jetzt so einen schönen Eingang, den ich hier benutzen kann, aber nichts da. Haben wir nicht. Mann, ich möchte jetzt nicht die ganze Folge verschwenden, um hier so einen Teil aufzudecken. Mal, wie komme ich jetzt hier runter wieder? Mann, scheiße. Okay, ich gehe jetzt einfach wieder runter. Das ist mir jetzt zu viel. Das ist mir jetzt zu viel des Guten. Ich habe keinen Bock. Weil, da kannst du ja nicht hoch. Das geht nicht. Wie so ein Leuchtturm, den man hier runterläuft. Interessant. Guck mal, schon wieder diese Unordentlichkeit der Franzosen. Ich verstehe sie einfach nicht. Kann man da runterspringen? Oh. Tja, Kirche, ne? Kann man hier runterspringen oder nicht? Kann man? Lass los, lass los. Kannst du nicht loslassen? Hä, warum? Warum 31 Meter? Was ist denn da? Suchen die uns jetzt oder was? Ach scheiße, ich hab die nicht erdolcht. Oh scheiße, da habe ich jetzt natürlich Schaden gekriegt. Ich hab die nicht erdolcht, toll. Und deswegen suchen die uns jetzt. Mann, da wollte man einmal lieb sein und... Ja, dann wird man dann direkt schon verfolgt. Sehr schön. Komme ich jetzt hier raus? Toll, jetzt bin ich im Notre Dame drinne und... Nein! Och, nein, scheiße. Oh, ich dachte schon, ich sterbe. Ich möchte jetzt nur hier raus. Oh, wie komme ich hier raus? Wo ist denn der Ausgang? Ausgang, bitteschön. Hier nicht. Oder? Kann man den töten? Ach so, okay. Dann gehe ich. Ich dachte, ihr wolltet kämpfen. Sperrgebiet? Scheiße. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich habe nichts gemacht, ey. Und jetzt, ja, einfach Sperrgebiet betreten. Anscheinend war das da heilig. Toll. Ich habe die Regeln des Notre Dame gebrochen. Wie böse ich doch war. Scheiße. Läutet eine Alarmglocke. Wir sind so oder so tot. Denke ich mal. Oder? Wir hatten jetzt eine Alarmglocke geläutet. Ich weiß es nicht. Können wir jetzt noch einen töten? Nö, ne? Die sind alle jetzt... Der da. Der da muss noch tot sein. Da, guck mal, da ist ein Ausgang. Yay. Und hier ist noch eine Truhe. Wo sind die? Da. Schön, schön. Interagieren. Oh, toll. Nein, scheiße. Oh, nochmal neu. Nein. Och. Dieses Spiel, das regt mich auf. Was soll das denn? Was verplemper ich hier? Oh, geschafft. So. Mann, diese Dietriche werden alle verplempert.
Aber immerhin 250 Geld. Wie nennt man das Geld? Schreibt doch mal in die Kommentare. Ich weiß das immer noch nicht. Das ist, ja, F mit dem Strich. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, jetzt fangen wir doch mal unsere Mission an. Ich möchte ja jetzt nicht die ganze Zeit hier irgendeinen Kack machen. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Hallo? Hoch da. Dann schauen wir mal, wie wir hier hochkommen und dass wir hier irgendwas Interessantes machen. An Mission. Hallöchen. Die Sequenz 3, Erinnerung 2, die Beichte. Charles Gabriel, sie wäre einer der Männer, die Monsieur de la Serre ermordet haben, trifft in Notre Dame einen Klienten, findet heraus, was er weiß und tötet ihn. Spielen wir doch mal. Mal gucken, was passiert. Unser Plan? Unser Plan? Du bist nicht mehr mein Schüler, Bursche. Studiere deine Umgebung und entscheide selbst. Ich halte dir nicht das Händchen. Kein Ziel ist unerreichbar. Aus dem Weg. Weg! Wo zum Teufel ist Duchesneau? Wenn du keinen Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen. Ist die Kathedrale gesichert? Oui, Monsieur. Gut. Sag sie der. Ich warte drinnen auf ihn. Überall Gelegenheiten. Du musst sie ergreifen. Ihr! Kommt mit den Schlüsseln zurück! Diebe! Und wenn alle Stränge reißen? Warum opferst du dich nicht für die Sache? Dein Leben für seins, bis zu alter Ehe. War das der levantinische Weg? Du meinst mit einem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft. Ich mache es auf meine Art. Tu, was du willst, Assassine. Sie wäre eliminieren, das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen. Tipps: einmalige Attentate, Zugänge, also 1, Zugänge 10, Geheimzugänge 1, Alarmglocken 2. Okay. Wir müssen jetzt irgendwie, toll. Wir haben so wenig Leben. Mann. Weißt du was? Ich lass mich jetzt hier töten, ey. Das ist scheiße. Mit so wenig Leben. Ich lass mich jetzt hier töten erstmal. Und dann fängt das ja von vorne an hier. So. Kann mich mal einer töten hier? Du. Hallo? Ich wollte getötet werden. Hallo? Ich wollte getötet werden. Töten Sie mich doch. Mann, ey, ist das denn so schwer? Hier, komm, töten Sie mich. Töten Sie mich. Los. Mach mal. Mann, ist das so schwer. Guck mal, da ist er schon tot. Finde ich gut. Finde ich gut. Hast du alles richtig gemacht. So. Jetzt haben wir nämlich wieder volle Leben. Was ich besser finde. Und jetzt können, also jetzt gehe ich auch nicht von da hin, sondern ich versuche, wo gehen wir denn jetzt rein? Ich versuche jetzt auch nicht von dem Haupteingang zu kommen, sondern guck mal da, da ist doch auch ein Band. Kann man hier über einen Baum gehen? Wäre auch mal gut. Wir müssen ja den Siver, ist das glaube ich, ne? Den müssen wir töten. Und dazu können wir doch mal von oben kommen. Weil es wird bestimmt nicht leicht werden, den zu töten. Denke ich mal. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es ja ein Boss. Vielleicht haben sie ja mittlerweile Bosse eingebaut. Ich weiß es ja nicht. Kannst mal da. Gut. Dann gehen wir hier hin. Sperrgebiet betreten. Ja, wir sind in einem Sperrgebiet. Ach du Scheiß. Der ist nicht gerade wenig bewacht. Sehe ich gerade so. Wie werden wir denn diese Mission angehen? Ja, okay. Wo sind denn jetzt die Waren? Ich komme jetzt mal übers Dach, ne? Guck mal, jetzt bin ich ja schon auf dem Dach, ne? So schön.
Genau, echt mal. Kein Respekt vor der Kirche. Oh. Also, wenn man... Dann fordert der Bischof den Respekt. Oh. Guck mal. Guck mal, da ist schon einer. Guck mal. Den können wir jetzt mal... Eine Halunkenbande griff mich an und stahl meine Schlüssel. Hallo? Wie soll ich denn die Rinnen reinigen, wenn ich nicht aufs Dach komme? Ah! Warum kann ich den nicht killen? Okay. Toll. Den kann ich nicht töten. Mann. So ein Arsch. Wieso kann ich da jetzt nicht rein? Vorhin war das hier noch auf. Willst du mich verarschen? Hast du das hier abgeschlossen oder was? Mann, du bist so ein Arsch. Vorhin war das noch auf. Ich hab da nur gesehen, dass das auf war. Wie soll ich denn jetzt... Mann. Ich muss wohl oder übel doch von vorne kommen, oder? Oder? Mir bleibt keine andere Wahl. Eigentlich. Oder ich kann ja jetzt nicht einfach hier reinbrechen, ne? Geht ja nicht, ne? Dann komme ich halt von vorne. Aber. Ich schalte die Alarmglocken aus. Das ist natürlich sonst ein bisschen doof, wenn ich die nicht ausschalten würde. Okay. Sabotiere die jetzt einfach mal. So. Ach du Scheiße, wie viele sind denn hier? Wie viele sind... Boah, hier sind echt viele. Das ist krass. Katie mal, los, Katie. Ach, hier sind rote und... Noch von... Rote und blaue, das ist ja unfair. Aber na gut. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das. Ich sag's euch, wir schaffen das. Aua, was stichst du bei mir rein? Ja, das darfst du doch nicht. Meisterhafte, perfekte Parade. Geil. Guck mal, die bekämpfen sich auch gegenseitig. Finde ich echt gut. Finde ich gut. Die müssen wir noch erdolchen. Wir müssen die echt noch erdolchen, sonst kommen die nachher wieder. Mit der versteckten Klinge. Okay. Voll ins Gesicht. So, jetzt sind alle tot. Oder? Müssen wir die erdolchen oder nicht? Weil, ich weiß ja nicht. Was ist, wenn nicht? Kommen die sonst wieder oder was? Überall nochmal schnell ein Messerchen rein. Ich will ja sicher gehen. Sonst kommen die nachher wieder und ich bin am Arsch, ne? Das wäre doof. Scheiße. Scheiße. Ich gehöre nicht dir, nein. Ich gehöre keinem. Wieso soll ich dir gehören? Das wäre unfair. Bezüglich der anderen. Ich gehöre echt keinem. So. Du auch nochmal tot. Wir töten echt viele Leute. Muss ich sagen, wir sind ein böser Bub. Ich wollte dich nicht plündern. Ich wollte nur mal ein Messerchen bei dir reinstecken. Damit du stirbst. So. Sind die jetzt alle soweit tot? Leutchen, ihr braucht nicht weglaufen. Euch tue ich doch nichts. Euch tue ich wirklich nichts. So. Wir schauen mal. Hier müsste einer sein. Wo denn? Wo ist er denn? Oder der Hund? Ist es der Hund? Hä? Das ist so ein... Das kann doch nicht der Hund sein. Ach so, da oben sind wahrscheinlich welche. Weil der wird nicht auf meiner Ebene angezeigt. Ich bin jetzt mal ein bisschen vorsichtig hier. Weil ich jetzt auch nicht direkt will, dass ich hier enttarnt werde und... Na, das will ich ja nicht. Das wäre ja doof. Da sind welche. Da sind zwei Stück. Wo patrouillieren die denn jetzt? Können wir die... Wir können die nicht locken, ne? Oder doch? So, den habe ich gelegt. Den muss ich jetzt nochmal... So.
Oh, ich hoffe, die haben jetzt hier keine Hilfe gerufen. Hoffe ich. Oder? Ist alles safe, ne? Alles safe. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Ah, das ist schlecht. Die sollen mal alleine stehen und nicht so, dass man da... Nein, ich will nicht sterben. Tschüss. Stirb mal. Stirb mal du hier. Zack. Ich will jetzt auch kein Massendingens auslösen. Das wäre fatal. Aber ich weiß nicht, ob... Die hören das nicht, ne? Oder? Oder hören die das? Ich weiß es echt nicht. Deswegen. Attentat aus einem Versteck. Eieiei. Da stehen echt viele Leutchen drumherum, um den wir da eliminieren müssen. Hm. Wie eliminieren wir den denn dann? Wenn da so viele Leutchen drumherum stehen. Er hat seine eigene Leibwache. Oh, nein, siehst mich nicht. Ich war nicht da. Wo läuft er denn jetzt hin? Der läuft doch nicht weg, ne? Das will ich ja nicht, dass er jetzt auf einmal wegläuft. Das wäre doof. Hm. Wir müssen geschickt vorgehen. Wir dürfen nicht einfach so leichtsinnig sein und sagen, och, ja. Oh. Nö, tust du nicht. Du haust mich nicht tot. Nein, schaffst du nicht. So, eben noch gekontert. Schlägst mich nicht tot. Nein, das tust du nicht. Und du auch nicht. Wir müssen die ein bisschen in Schach halten. Zack. Kommt der gleich hier vorbei? Der Typ? Ich weiß es nicht. In der Mitte, da ist ein bisschen doof. Hallo, wenn er das jetzt gleich sieht. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wo der herläuft. Das weiß ich echt nicht. Da ist er. Hm. Scheiße, der Typ hat mich gesehen, ey. Was war das? Tja, Pech gehabt, wenn man ja, so einfach. Ich bilde dir doch nichts ein. Nö, du siehst mich nicht. Scheiße. Hm. Wenn wir da jetzt einen Kampf auslösen würden. Wohin geht der? Scheiße. Der hat mich gesehen, glaube ich. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir hier einen Kampf auslösen. Guck nicht so doof. Geh weiter. Hier ist nichts. Genau, du hast Besseres zu tun, also geh weg. Nein, scheiße. Scheiße. Hm. Och, jetzt mach hinne. Komm nicht hier hin. Nein, nicht. So. Den da müssen wir eliminieren. Oh. Nein. Scheiße. Oh. Fuck. Jetzt haben wir hier direkt alle drei. Den müssen wir eliminieren. Also, geh kaputt. Nein, der da muss kaputt gehen. Der da muss eliminiert werden. Zack. So. Kaputt. Und jetzt? Hier. Es darf uns niemand stören. Sie wer? Monsieur Latouche. Ich möchte den König der Bettler sehen. Dann folgt mir. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also, was ist so wichtig, dass ihr meintet, mich von meiner Tochter... Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Siver, kommt weg da! Okay. Der ist jetzt tot. So, warte, den würde ich ganz gerne noch plündern. Jetzt müssen wir noch unentdeckt das Gebiet verlassen. Aus dem Gebiet fliehen. Gut. Dürfte ja nicht so schwer sein. Hoffe ich mal.
Boah, nein, schreit nicht so laut rum, Leutchen. Ich möchte jetzt hier nur noch raus. So. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schwer, hier rauszukommen, weil ich jetzt auf der anderen Seite... Oh, scheiße. Scheiße. Ich war das nicht. Ich bin nicht hier. Oh, oh. Ihr habt wen anders gesehen. Nicht ich. Seid ihr noch nicht rot. Von daher... So. Okay. Wir... Was haben wir denn hier? Wir sind jetzt aus dem Gebiet raus, so langsam. Und jetzt? Geschafft. Sequenz 3, Erinnerung 2. Die Beichte, Erinnerung abgeschlossen. Belohnung, ein Rüstung und drei Dingens. Oh, Henkersbeil. Sehr schön. Finde ich ja schön. Den Verbrecher töten. Wie Verbrecher? Deacon, hörst du mit? Was zum Teufel ist das? Ich bin hier, Bischof. Das ist eine Serverbereinigung. Abstergo sucht nach dir. Und sie sind nah dran. Verdammt. Kannst du eine Serverbrücke öffnen? Hey, ich bin's. Bin schon dabei. Ein paar Sekunden. Novize, wir öffnen eine Serverbrücke. Finde das Portal und gehe hindurch, bevor du gefunden wirst. Ich hab's. Los. Siehst du es? Ist schwer zu übersehen. Wenn du von Server zu Server springst, solltest du ein paar Stunden Zeit gewinnen. Wenn nicht, sind wir erledigt. Naja, wir nicht. Aber dein Novize wird es voll abkriegen. Deacon, das hilft uns nicht. Hä, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen durch das Portal. Aber das würde ich ganz gerne in der nächsten Folge von Assassin's Creed Unity machen. Deswegen schaltet in der nächsten Folge ein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Assassin's Creed Unity wieder.